Geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Point de Presse zum Krieg in der Ukraine. Thema heute ist das aktuelle Engagement der Schweiz in der Ukraine im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, also humanitäre Hilfe, Projekte eben der DEZA und des SECO, sowie die Zusammenarbeit mit der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Ich begrüße dazu auf dem Podium sehr herzlich Botschafterin Patricia Danzi, Direktorin der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, und Herrn Botschafter Dominik Paravicini, Delegierter des Bundesrates für Handelsverträge, auch Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. In der ersten Reihe begrüße ich Frau Nicole Ruder, Chefin Internationale Zusammenarbeit, Schweizerische Botschaft Kiew, Lukas Regli, stellvertretender Leiter Rösser Sanktionen, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, und Herrn Markus Schrader, Leiter Länder und Globales, ebenfalls SECO. Frau Danzi, Sie haben das Wort. Merci. Prima. Cari rappresentanti di media, benvenuti e grazie per l'interesse. Heute haben wir einen Point de Presse und wir machen es mit dem SECO. Je trouve ça très très bien parce que plus que jamais c'est important que nos deux offices travaillent ensemble. C'était important dans le passé, c'est important maintenant et dans le futur de l'Ukraine. Cette collaboration elle est de plus en plus aussi vitale et cruciale. Donc les conséquences de la guerre, je ne vais pas y revenir trop, vous les connaissez, c'est des déplacements, des profonds changements dans la société ukrainienne, mais aussi partout en Europe. Il y avait au début une violation de Jus ad Bellum, donc la charte de l'ONU était violée. Et puis depuis le 24 février, on se trouve dans une situation de guerre, de conflit. Donc c'est Jus in Bello, ça veut dire le droit international humanitaire fait foi. Donc pour nous, les défis évidemment sont multiples. Nous, on a préparé sur plusieurs axes des réponses en Ukraine, en dehors de l'Ukraine, mais on regarde aussi le monde. Pour l'heure actuelle, la situation en Ukraine demeure volatile. Vous voyez la carte? Oui. Donc, selon la situation, c'est très différent. Il y a à l'est du pays, Luhansk, Donetsk, et puis les régions à l'est, il y a la guerre. Donc, il y a des soldats qui meurent, il y a la population civile qui est touchée. Il y a peu d'accès pour les humanitaires ou pour les acteurs qui travaillent en Ukraine de manière générale. Il y a aussi une partie, surtout au nord de Kiev, où vous avez entendu, c'était les régions qui étaient nouvellement reconquises. C'est des régions où on a aussi d'autres défis en tant d'acteurs de la coopération. Par exemple, les défis des mines. Donc c'est devenu un des pays les plus minés qu'on a actuellement. Et puis effectivement, ça, c'est un défi pour la population d'abord, mais aussi pour tout acteur qui voudrait y travailler. Depuis le 24 février, on s'est un peu attendu, on s'est préparé, bien qu'on était quand même surpris. On peut se préparer pour une guerre, on peut avoir des plans, ce qu'on avait, mais à la fin de la journée, on est quand même surpris. Mais on a pu réagir très, très vite. On a pu faire la différence, on pense, et on avait été très rapide avec l'aide humanitaire surtout. Ça, vous avez vu dans les médias, c'est très visible. On met les biens sur les trains, on arrive à déployer des gens. Ça, c'était une action qui a commencé le premier jour. Donc, vous voyez les cercles qu'on avait placés. Donc, le premier cercle, c'est le cercle à l'intérieur de l'Ukraine. La réponse était humanitaire, mais, et puis ça, c'est très, très important de savoir, il y avait également une base, et la base était très solide. On avait fait depuis des années de la coopération bilatérale, donc nos deux offices, et il y avait des ONG locales qui continuaient de travailler, et surtout grâce à la digitalisation qu'on a aussi soutenue avec le gouvernement s'est jamais effondré. Et moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Une guerre qui démarre, le réseau informatique reste stable, les autorités gardent la main sur leurs administrations, ils peuvent tout de suite proposer des solutions à leur population. Dans cet environnement, je n'ai jamais vu ça.
Wir hatten als erstes nach den Hilfsaufrufen der internationalen Gesellschaft, der Rotkreuzgesellschaften, aber auch der blauen Appelle, konnten wir für sehr schnell und vor allem im Bereich der Ernährungssicherheit, Wasser, Sanitär, Gesundheitsversorgung und Schutz der Zivilbevölkerung sehr schnell reagieren. Wir konnten 70 Spezialistinnen und Spezialisten des Corps für humanitäre Hilfe schicken und hatten innerhalb weniger Tagen und Wochen 5,3 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine und in die Nachbarländer geliefert. Was wir auch konnten, und da waren wir zum Teil die Ersten, für Odessa zum Beispiel, da konnten wir Nahrungsmittelhilfe positionieren, obwohl die Ukraine sehr viel Nahrung auch produziert, das hören wir viel mit Weizen und so, gab es ein Shortage von Nahrungsmitteln, und wir konnten in die Städte, die wir dachten, hätten das nötig, vorpositionieren. Eines davon war Odessa, Vinnytsia, Mykolaiv, Kharkiv, Sumy und Dnipro. Dort konnten wir Nahrungsmittel positionieren, zum Teil aus Moldawien heraus. Und es hat sehr wenige Staaten, die das gemacht haben. Und in einigen Städten waren wir die Ersten. Wir wurden sehr gut begrüßt von den Bürgermeistern natürlich, die das sehr schätzten, diese Aufmerksamkeit auch, die außerhalb von Kiew in den Städten, die in Gefahr waren oder sich in Gefahr wähnten, konnten wir helfen. Das war ein Gesamtwert von 5,7 Millionen, also diese Vorlagerung hatte einen Wert von 5,7 Millionen Franken. Wir haben seit dem 20. Mai, das wissen Sie auch, hat unsere Botschaft in Kiew wieder geöffnet. Das heißt, die humanitäre Hilfe, die vorher von Bern aus koordiniert wurde mit Einsatzleitungen über verschiedene Bundesämter hinaus, die wird jetzt wieder von der Ukraine aus, von der Botschaft aus geleitet, und die Verantwortung geht zurück ins Land. Wir versuchen dadurch die Nähe zu behalten, die Nähe zu den Akteuren, um möglichst gute und schnelle Hilfe bereitzustellen. Obwohl man vielleicht weniger von der humanitären Hilfe jetzt hört, sind die Bedürfnisse zum Teil im Land noch immer sehr groß. Und es gibt noch viele Leute, die intern vertrieben wurden. Vielleicht ein paar Gedanken zu den Spezialisten, die wir gesandt haben und die mit den nationalen Behörden, also die Mitglieder des GOR, die wir geschickt haben und die mit den lokalen Behörden, den lokalen NGOs und internationalen NGOs arbeiten. Die NGOs und die Schweiz, es hat eine Zahl von NGOs, Schweizer NGOs, die in der Ukraine aktiv waren vor dem Krieg und auch immer noch sind. Mit denen haben wir auch zusammengearbeitet und sie auch darin unterstützt in ihren Reprogrammierungen. Das sind zum Beispiel Helvetas, Caritas oder das Schweizerische Rote Kreuz, die vor Ort sind. Und wir haben sie unterstützt auch mit Spezialisten, die wir ihnen geschickt haben, um gewisse Programme besser aufzugleisen. Dann ist die UN, also die Blauen, die haben wir auch mit Personal unterstützt. Das hat sehr gut geklappt und wird auch immer sehr geschätzt, weil wir haben sehr viele Experten und Expertinnen, die in so schwierigen Lagen diese Organisation auch unterstützen können. Wir haben die Appelle unterstützt, natürlich, das habe ich schon erwähnt. Und das war auch nicht einfach, haben wir umprogrammieren müssen. Und zwar hat das vor allem auch unser Lokalpersonal gestemmt. Unsere lokalen Mitarbeiter haben keinen einzigen Tag aufgehört zu arbeiten. Also sie haben zum Teil aus ihren Autos heraus gearbeitet, als sie sich von Kiew weg bewegt haben. Sie haben sich in den verschiedenen Orten, Städten in der Ukraine, haben sie sich sofort an den Computer gesetzt, mit den Behörden wieder die Kontakte gesucht und auch von den Nachbarstaaten. Und auch einige unserer Mitarbeiter waren und sind auch in der Schweiz. Auch sie haben sofort weitergearbeitet und eigentlich keinen Tag sich erholen können bis jetzt. Dadurch konnten wir diese Umprogrammierungen schaffen mit allen Akteuren in der Schweiz. Es gibt
ein paar Umprogrammierungen, ich würde sagen Fach. Das eine ist in der Schulverwaltung, wo die Unterkünfte, die Schulen vor allem und schulische Unterkünfte mit Turnhalle umgeformt wurden zu Städten, wo sich die Vertriebenen aufhielten. Wie macht man das? Das haben wir online mit den verschiedenen Behörden machen können. Und wir haben dafür auch den Unterricht der Schüler und der Schülerinnen online gestaltet. Das war auch möglich, weil durch Covid ging das alles viel schneller. Covid hat dazu geführt, dass das online schon relativ hoch war, aber es gab neue Bedürfnisse, weil die Lehrer waren ja auch vertrieben. Die ukrainischen Schüler können von überall her ihr Curriculum weitermachen, ob das aus der Schweiz ist, aus Polen, aus Italien. Und einige Eltern haben sich entschieden, dass das dieses Schuljahr passieren soll und dass dann vielleicht im nächsten Schuljahr die Schüler wieder in der Ukraine, wenn es möglich ist, das Schuljahr beginnen können. Aber auch wenn nicht, können sie online weiterarbeiten. Dann gibt es in den Digitalisierungsprojekten extrem viele Beispiele, wo die Regierung zusammen mit unserer Unterstützung die Service vor allem der Leute digital weiterführen können. Durch ein App, alors le gouvernement a un app où les citoyens peuvent faire les documentations, leur passeport, leur carte d'identité. Certains ont perdu leur carte d'identité et ils ont réussi à pouvoir le faire par la suite avec et grâce à cette situation de digitalisation de tous les services presque tous les services du gouvernement. Un quatrième point, c'est la santé mentale. On ne le voit pas, mais si on n'adresse pas très vite, ça va rester, les séquelles vont rester très très longtemps pour la population et ça peut traumatiser tout un peuple si on n'adresse pas. Donc on avait aussi reprogrammé une grande partie sur la santé mentale et les familles traumatisées, les enfants. Pour la division de paix et droits de l'homme, l'Ukraine est devenue un pays prioritaire, ce n'était pas. Donc eux, ils ont shifté également pour pouvoir consacrer plus de temps à ce pays. Et puis, un autre défi, c'était la conférence de l'Ukraine. Donc elle est devenue un recovery conference pour l'Ukraine, ce qui n'était pas prévu. Donc là aussi, on a dû reprogrammer toute une série de choses qui n'étaient pas prévues avant. Vielleicht zum zweiten Kreis, der ein bisschen grau ist, da kann ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Also vor allem gelitten haben die Nachbarländer der Ukraine. Wir sind aktiv in Moldawien mit einem Kooperationsprogramm. Da haben wir sehr schnell auch Experten schicken können und die Regierung unterstützen in ihrem Nothilfefonds. Wir haben gesehen, und das haben wir auch zusammen gesehen, wir waren ein paar Mal auf Dienstreise zusammen, wir hatten in Kirgisistan sehr gute Diskussionen, was es heißt, wenn ein großer Teil der Bevölkerung von russischen Remittances abhängig ist und diese dann ausfallen. Und es gibt einige Länder davon, die jetzt einen großen Teil der Einnahmen sich fürchten, diese nicht mehr zu kriegen. Inflation geht hoch. Und die Preise natürlich, klar, von Energie sind sehr hoch. Es gibt auch gewisse Länder, die sind in der Zwickmühle, wie zum Beispiel die Mongolei, wo wir auch aktiv sind, ein Nachbarland Russlands, ein bisschen auf der anderen Seite, abhängig auch von Energiequellen und zwischen China und Russland eingeklemmt. Es sind vor allem die Länder, die mit Russland verbunden sind, energetisch, die sehr stark leiden und die Länder, in denen ein großer Teil der Arbeitskräfte in Russland sind. Die Reaktion dazu haben wir immer noch im Auge. Also auch, natürlich hat auch das SEM sehr viel getan für die Flüchtlinge, vor allem hier mit über 51.000 Bewerbungen mit Schutzstatus S. Das fällt ganz bestimmt auch ins Gewicht, weil wenn die Leute sich erholen können, oder erholen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sich irgendwo wohlfühlen können, dann haben sie auch eine größere Chance, sich wieder einzufügen, später in der Ukraine selber. Die
Bedürfnisse, habe noch die in den restlichen Teil der Welt, also im grünen Kreis, zugenommen. Wir werden häufig gefragt, wenn wir reisen, ist die Schweiz noch präsent in anderen Ländern oder macht ihr nur noch die Ukraine? Und wir können sagen, glücklicherweise haben wir unsere Aktionen in der Ukraine erhöhen können. Also wir haben auch im Parlament, das ging gestern durch den Nationalrat, eine Budgeterhöhung bekommen, und also einen ersten Teil, und sind dadurch in der Lage, für den Rest der Welt unser Engagement aufrechtzuerhalten. Das ist sehr wichtig, weil die internationale Zusammenarbeit und die Probleme in der Welt, die sind auch anderswo sehr groß, und wir werden beobachtet. Ich war in Haiti vor einem Monat, da hatten die Behörden uns gesagt, ihr seid die ersten Europäer, die kommen. Es ist sehr wichtig, dass man das Engagement auch in Subsahara-Afrika und in den Gebieten, wo Klima und andere Ernährungskrisen drohen, aufrechterhalten kann. Und im Moment ist es möglich, weil wir für die Ukraine zusätzliche Mittel bekommen haben. Es gibt auch Chancen, vielleicht noch zum dritten Kreis, energetisch und anders. Die Krise, die Energiekrise, hat dazu geführt, dass sich viele Länder die Frage gestellt haben, wie können wir unsere Energiequellen andersweitig aufrechterhalten, wie können wir das schneller machen, was haben wir für andere Möglichkeiten. Und diese Länder, wie zum Beispiel Bolivien, die eine Wirtschaft haben, die sehr auf sich selbst konzentriert ist, haben weniger Probleme, weil sie weniger im internationalen Markt angekoppelt sind und sind das deswegen ein bisschen weniger von diesen Schocks betroffen. Andere mehr, aber es gibt diese Chancen, und wo sie existieren, da wollen wir sie auch nicht verpassen und diese Länder da auch in ihrer Transition unterstützen. Was ich noch sagen möchte, und dann gebe ich gerne weiter, ist die russischen Touristen. Davon spricht man wenig, aber in einigen unserer Regionen, in denen wir aktiv sind, gab es sehr viele russische Touristen, die Gelder brachten. Ägypten ist so eines, Santo Domingo ist ein anderes. Und die russischen Touristen haben 2020, also im Covid-Jahr 2020, 40 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das ist sehr viel, fast 3% des Gesamttourismus. Und das fällt weg, wahrscheinlich längerfristig und diesen Sommer auch. Und da gibt es auch eine Einnahmequelle, die dann eben versiegt. Ich denke, ich höre mal auf hier. Vielen Dank, Frau Danzi. Herr Paravicini. Ja, vielen Dank, Frau Eckenberger. Danke, Patricia. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, wir können sagen, wir hatten als Schweiz zumindest Glück im Unglück, weil wir erstens ein eingespieltes Team vor Ort und hier sind. Ukraine war ein Schwerpunktland für unsere verschiedenen Ämter, die in der internationalen Zusammenarbeit tätig sind. Und zweitens, weil wir schon lange vor Ort sind. Ich glaube, wir machen internationale Zusammenarbeit in der Ukraine schon seit Anfang der Unabhängigkeit. Seit 1999 haben wir das Kooperationsbüro in Kiew eröffnet. Und dieses langjährige Engagement erlaubt es uns, gut die Akteure vor Ort zu kennen, die Reformen zu unterstützen. Und ich glaube, eine der Messages, die wir heute hier anbringen möchten, ist, dieses langjährige Engagement und unseres Insistieren auf Reformen in der Ukraine hat dazu geführt, ich benutze jetzt ein Modewort bei uns, die Resilienz zu erhöhen. Man sieht, dass die Ukraine in dieser furchtbaren Krise weiterhin funktioniert. Und ich glaube, wir haben einen Beitrag dazu geleistet. Zum Ersten das eingespielte Team. Das aktuelle Engagement beruht auf einem Kooperationsprogramm, wo wir uns zusammengesetzt haben und entschieden haben, wie wir vorgehen wollen. Dieses ist ein Programm, das seit 2020 bis 2023 läuft. Es definiert die verschiedenen Aufgaben, die verschiedenen Tätigkeiten, die wir dort machen wollen. Wir haben einmal 108 Millionen Franken vorgesehen gehabt für die Ukraine. Das bedeutet etwa 27 Franken pro Jahr.
Und mit diesem gemeinsamen Kooperationsprogramm stellen wir eben auch sicher, dass wir die verschiedenen Instrumente gut und koordiniert einsetzen. Nun, ich bin der Leiter im SECO, der sich um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kümmert und auch um die multilateralen Entwicklungsbanken. Und ich komme daher spezifisch auf diese Punkte zu. Einfach einleitend, seit Beginn dieser schrecklichen Invasion ist die ukrainische Wirtschaft um 45% eingebrochen. Das führt dazu, dass die Staatseinnahmen massiv zurückgehen. Aber wie du auch schon gesagt hast, die Regierung in der Ukraine tut alles, um den Staat weiter funktionieren zu lassen. Ich meine, die Beamten, Polizisten, Buschauffeurinnen, die müssen weiterhin ihren Beruf ausüben können. Sie müssen dafür auch bezahlt werden. Auch die Situation der Rentner und Rentnerinnen ist nicht einfach. Ihre Pensionen sind in der Ukraine gerade nicht sehr groß. Und umso wichtiger ist es, dass sie weiter ausbezahlt werden. Gemäß Schätzungen würde die Armut in der Ukraine, welche vor Ausbruch des Krieges etwa 2% betrug, auf fast bis zu 50% steigen, wenn die staatlichen Lohn- und Pensionszahlungen ausblieben. Wir als Schweiz haben uns daher früh im Rahmen des Spring Meetings in den Bretton Woods-Institutionen mit 10 Millionen Franken an einer Initiative der Weltbank beteiligt hierzu. Diese Initiative hat zum Ziel, mit einer allgemeinen Budgethilfe die grundlegenden, aber nicht militärischen Funktionen des Staates aufrechtzuerhalten. Neben der Weltbank wird die Schweiz auch eine multilaterale Initiative der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die EBRD in London, mit zusätzlichen 10 Millionen unterstützen. Übrigens, die Ukraine ist dort in unserer Stimmrechtsgruppe und deshalb ist unser Engagement besonders bedeutsam in diesem Gremium. Wir haben dieses Engagement von zusätzlichen 10 Millionen im Rahmen des Jahrestreffens in Marrakesch Anfang Mai angekündigt. Diese Initiative will sicherstellen, dass die Wettbewerbsfähigkeit von KMU weiterhin unterstützt wird, insbesondere KMUs, die im Norden und Osten tätig sind und die teilweise ihre Produktionsstätten verloren haben. Mit diesen beiden Zusagen im multilateralen Bereich konnten wir als Schweiz frühzeitig ein wichtiges Zeichen unserer Unterstützung für die Ukraine setzen. Die Finanzierung haben wir aus unseren Mitteln, die dem SECO vom Parlament für dieses Jahr zugeteilt wurden, freigeschaufelt, dass wir die frühzeitig eingeben konnten. Mais SECO, comme la DDC, poursuit aussi ses activités bilatérales. Après une brève suspension au début de l'invasion, où on était tous sous choc, nous les avons relancés, après avoir constaté qu'il restait possible de mener les activités liées au projet dans une grande partie de l'Ukraine. Nous continuons donc à soutenir les pays sur place. Précisons qu'au moins 60% du pays n'est pas directement touché par les opérations militaires, ce qui représente 9 fois la surface de la Suisse. Depuis la fermeture de notre ambassade à Kiev, deux des collaborateurs ukrainiens actifs dans le domaine de la coopération internationale poursuivent leur travail depuis nos bureaux à SECO à Berne, comme titre exemple que Tati avait mentionné avant. Et ils nous soutiennent dans nos démarches de continuer à faire ces projets. Für bilaterale Projekte wenden wir etwa 10 Millionen Schweizer Franken auf für die Ukraine aus dem SECO-Portfolio. Das SECO arbeitet im Bereich wirtschaftliche Zusammenarbeit und konzentriert sich dabei auf die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen, der Förderung von privatem Unternehmertum und nachhaltiger Arbeitsplätze. Anhand von Beispielen möchte ich Ihnen zeigen, wie wir auch unter den gegebenen schwierigen Umständen unsere Projekte umstrukturieren und anpassen. Und wie du auch gesagt hast, es ist wirklich beeindruckend für uns alle zu sehen, wie die mit diesen ukrainischen Stellen zusammenzuarbeiten, die nach einer kurzen Schockstarre wieder voll operationell sind. Ein Beispiel hierzu ist bei der Dezentralisierung eines unserer Kernthemen. Beim SECO fördern wir Städte zu starken wirtschaftlichen Zentren, damit sich ganze Regionen wirtschaftlich entwickeln können. Es begann eigentlich damit, dass wir ursprünglich mitgeholfen haben, alte städtische Fernwärmesysteme zu sanieren. Später haben wir dann die Städte beim Energiemanagement unterstützt und auch in der Verkehrsplanung. Zwischendurch haben wir mal auch Trams geschickt, wenn ich mich richtig erinnere. Dabei haben wir auch das Konzept der Energiestadt in die Ukraine gebracht. Während wir vor allem dachten, wir wollen Energie sparen,
und auch etwas Gutes für das Klima zu tun, war bei den Ukrainern schon immer die Absicht, die Abhängigkeit vom Gas zu reduzieren. Die Zahlen, die wir haben im Moment, sind, dass mehr als 14 Millionen den Wohnort verlassen mussten, entweder als Binnenflüchtlinge oder über die Grenze. Gerade für die Städte in der Westukraine lassen diese Flüchtlingsströme die Bevölkerung massiv ansteigen. Wir helfen unseren dortigen Partnern, diese Herausforderung in den Griff zu bekommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Stadtpräsident einer Stadt von 10.000 Leuten. Vielleicht Burgdorf nehme ich an, ich weiß nicht, wie groß Burgdorf ist, und dann kommen plötzlich 10.000 Leute dazu. Das ist eine riesige Herausforderung und stellt Ihre Stadtplanung auf den Kopf. Hier springen unsere umprogrammierten Städteprojekte ein. Wir beraten die lokalen Behörden, wie sie zum Beispiel E-Government-Instrumente, wie du erwähnt hast, hierzu besser einsetzen können und vernetzen sie mit Hilfsorganisationen. Dabei ist es hilfreich, dass wir eben schon die Kontakte haben mit den Stadtverwaltungen und dass wir ihnen auch Kontakte von unseren humanitären Helfern an diese Stadtverwaltung übermitteln konnten, damit diese humanitäre Hilfe, welche die DEZA erbracht hat, gut an Ort gekommen ist. Unser zweiter Schwerpunkt in der Ukraine liegt seit langen Jahren in der Förderung von guten Rahmenbedingungen für das private Unternehmertum und die Förderung von KMUs. Es kann etwa sein, die Beratung, Aufbau von Dienstleistungen, Kreditvergabe. Und hier ist auch sehr, sehr positiv zu sehen, dass eben auch das Bankensystem in der Ukraine weiter funktioniert. Und wir haben dort versucht, umzustrukturieren, indem wir ihnen versucht, auch Lösungen haben versucht, anzubieten, zu helfen für Leute, die Binnenflüchtlinge oder über die Grenze gegangen sind und weiter ihre Bank elektronisch kontaktieren können und ihre Bankgeschäfte abwickeln können. Weiter geht es um die Kreditvergabe, Vorfinanzieren von Ernten für Kleinbauern sowie um das Qualitätsmanagement und die Zertifizierung von Waren. Wir helfen aber direkt auch KMUs, hier auch landwirtschaftliche Produzenten, ihre Produkte in nachhaltige Wertschöpfungsketten zu integrieren. Dazu investieren wir, wie könnten wir anders als Schweizer, seit Jahren auch in die Verbesserung der Milchqualität. Aufgrund der prekären Situation im Norden und im Osten des Landes fehlt es für die Bauern dort an allem. Im Moment können sie zum Beispiel die Hygiene beim Melken nicht mehr gewährleisten. Wir haben somit das Programm umprogrammiert, sodass die Bauern Gutscheine zugestellt bekommen, mit denen sie selber versuchen können, die Hygieneprodukte, die dafür notwendig sind, zugestellt zu bekommen. Dazu arbeiten wir auch wieder mit der Schweizerischen Humanitären Hilfe zusammen, die eben auch diese Chemikalien versucht zu organisieren. Comme je l'ai dit au début, il est important de pouvoir garantir des conditions économiques optimales aux PME. Pour ce faire, des réformes restent nécessaires en Ukraine. Elles ne semblent évidemment pas prioritaires dans le contexte actuel. Nous constatons toutefois que les réformes déjà entreprises, aussi avec notre soutien, ont contribué à ce que le pays aujourd'hui puisse continuer de fonctionner. Notre soutien, qu'il soit bilatéral, multilatéral, par l'intermédiaire de la BERD ou la Banque mondiale, doit aider l'Ukraine à poursuivre les réformes en cours et à mener de front les réformes et la reconstruction. Mesdames et messieurs, notre soutien n'a jamais été aussi nécessaire. Les progrès réalisés au cours des dernières décennies ne doivent pas être anéantis. Nous nous adaptons à la nouvelle situation et nous mettons l'accent sur des mesures. À court et moyen terme, en accordant une attention particulière aux besoins actuels de la population sur place. Merci de votre attention. Gerne zurück zu Ihnen. Vielen Dank, Herr Botschafter, für diese Ausführungen zum Engagement der Schweiz in der Ukraine. Wir nehmen nun gerne Ihre Fragen zum Thema entgegen. Wer hätte eine Frage? Herr Grosjean. Peut-être pour poursuivre là sur ce que vous venez de dire, Monsieur Paravicini, des réformes restent nécessaires à faire en Ukraine. Vous faites allusion à quoi? Est-ce que vous pouvez être plus précis, en fait, que je comprenne? Bon, l'Ukraine est déjà dans un processus de réforme depuis plusieurs années. Il y a des conférences de réforme qui ont eu lieu chaque année dans différents endroits en Europe, et ça faisait partie d'un effort commun. Pas seulement suisse, européen, d'aider au gouvernement qui a montré qu'ils étaient intéressés à faire ces réformes, de les continuer. Et la conférence de Lugano était aussi dans ce cadre-là, était l'idée.
Die Reformziele sind ganz klar: Bekämpfung der Korruption, Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit, Kontrolle der Verwaltung und das Prinzip der Demokratie zu verankern. Gibt es weitere Fragen, Herr Grosjean? Madame. Non, j'avais une question à Madame Dancy. Vous avez parlé de l'aide fournie, du préposition du food et puis des médicaments. Est-ce que maintenant la nature de l'aide est en train de changer? Pour ces prochains mois, c'est quoi la priorité? Alors, vu que la nature des services a aussi changé, la nature comment on est structuré, maintenant l'ambassade de Kiev est à nouveau ouverte. Ça veut dire que l'aide humanitaire est plus intégrée dans la coopération bilatérale qui est déjà en cours. Donc on part du nexus, ce n'est pas nécessairement un thème que vous connaissez tous, mais c'est comment l'aide humanitaire et bilatérale travaillent mieux ensemble. Donc ça veut dire tout ce qui était les transports en train, des cargaisons de nourriture, paquets hygiéniques et tout, ça ne se poursuit pas dans cette phase avec ce rythme. Donc, l'aide a changé, les besoins, on s'adapte aux besoins des gens. Donc, il se peut aussi que dans une semaine ou deux ou dans un mois, dans une région ou dans une autre, les besoins humanitaires propres augmentent et on va pouvoir répondre aussi à ces besoins. Étant proche à l'intérieur de l'Ukraine, ça nous facilite cette réaction et puis cette adaptation aux besoins des gens. Et comme j'ai dit, les besoins à l'intérieur de l'Ukraine sont très, 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 très différents. Il y a des régions, notamment les régions qui sont sous contrôle russe, qui sont peu accessibles aux organisations internationales et pour l'instant pas accessibles à la Suisse non plus. Donc là, les besoins, on les connaît peu. Et dans d'autres régions, c'est surtout l'eau où on est né actif, santé aussi. Donc on essaye toujours de travailler avec les partenaires qu'on avait, avec les villes aussi, avec lesquelles on a déjà travaillé auparavant. Frau Wittmann. Der Bundesrat hat kürzlich dafür geworben, also Frau Keller-Sutter, wenn wir jetzt wieder in die Schweiz kommen zu den Flüchtlingen, ob Sie dazu etwas sagen können. Was geht da etwas konkret für diese Arbeitsmarktintegration, die man da fördern will? Haben Sie damit zu tun? Können Sie da konkreter etwas sagen, was da gemacht wird? In der Schweiz, meinen Sie? Da haben wir nichts zu tun, wir sind fürs Ausland zuständig. Wir begrüßen natürlich alles, was zur Integration beiträgt und was die Leute stärkt, damit, wenn sie zurückkommen, sie mit einem besseren Bagage zurückkommen, als sie es jetzt haben. Herr Meilenberg. Eine Frage an Frau Tanzi. Sie haben geschildert, wie die Situation im Osten des Landes ist. Nur wenig Zugang, gar kein Zugang für die Schweiz. Was kann die Schweiz da überhaupt tun aktuell? Also gibt es Möglichkeit für Gespräche? Oder man hat auch immer wieder gehört von den humanitären Korridoren. Hat die Schweiz da irgendwo einen Hebel, eine Möglichkeit? Also die Schweiz ist ja das einzige Land, das vor dem Krieg über die Kontaktlinie, jetzt haben wir das Bild nicht, vielleicht ist es noch gut, über die Kontaktlinie fahren konnte und auch die Gebiete von Donetsk und Luhansk unterstützt hat, vor allem im Wasserbereich. Das war das einzige Land, das das konnte. Also wir haben bestimmt ein gewisses Know-how, diese Gebiete, auch gewisse Kontakte mit gewissen Städten und Dörfern immer noch. Was wir auch können und was wir auch tun, sind Organisationen zu unterstützen, die das können oder ein bisschen besser können im Moment, als das wir tun. Und wir können dafür sorgen, und das haben wir auch gemacht, dass die Sanktionen sich nicht auf die humanitäre Hilfe auswirken. Also dass diese Güter, die betroffen sein könnten, dass es eben Ausnahmen gibt. Und alles, was wir in Sachen guten Dienste anbieten, das
ist indirekt auch für diese Gebiete natürlich oder für das ganze Land natürlich, aber für diese Gebiete im Speziellen sehr, sehr nützlich. Aber es ist effektiv schwierig. Wir haben eine Botschaft in Moskau, die offen ist und die auch Kontakte hat mit den russischen Hilfsorganisationen, die jetzt auch mehr gefragt sind in diesen Gebieten. Wir versuchen so gut wie möglich, die Lage ein bisschen besser zu kennen, um, falls es möglich ist, auch direkt oder indirekt zu unterstützen. Ich schaue in die Runde, ob Sie noch Fragen haben, Herr Grosjean. Peut-être une question financière. L'aide à l'Ukraine passée et présente, entre le SECO et la DDC, c'est combien de millions maintenant? On en est à combien? Depuis le début de la guerre. Depuis le début de la guerre. Alors. Donc, du SECO, c'est les 20 millions qu'on a donnés dans les cadres multilatéraux. Plus, on va dépenser certainement plus ou moins les 10 millions qu'on avait prévus pour cette année. Mais je ne pourrais pas vous dire là maintenant où est-ce qu'on est dans les dépenses actuelles. Après, würde ich noch sagen, den Nachtragskredit-Thema, den du vielleicht weiterführen kannst. Also wir haben ja einen posé au Parlement, d'abord au Conseil fédéral, mais après au Parlement, un crédit additionnel pour l'Ukraine, qui est de 61 millions. Ça, c'est en cours, donc ça suit la session de l'été. On est très confiants de l'obtenir. Donc ça, c'est additionnel. Donc c'est l'argent additionnel pour cette année. Et puis prévu pour l'année été, 25 millions qu'on avait prévu pour la coopération en Ukraine de toute façon. Donc ça, on a effectivement investi aussi. Et il s'ajoute, donc il faut voir ce que la coopération suisse fait et ce que la Suisse fait. Parce qu'on a aussi évidemment l'appel de la chaîne Bonheur, par exemple, qui a beaucoup, beaucoup récolté dans très peu de temps. Donc les Suisses se sont montrés très généreux pour l'Ukraine. Et puis ça, c'est de l'argent qui surtout va aux ONG suisses qui sont actives sur le terrain. Donc il faut ajouter à ça donc les chiffres totaux. Je n'oserais pas faire un calcul juste de ce que la Suisse actuellement investit, je peux le dire, pour la coopération internationale. Donc c'est les 25 millions qu'on avait prévus, plus le crédit additionnel qui est maintenant en cours, plus que ce que le SECO a mobilisé pour l'Ukraine, dans l'Ukraine. Le SEM a débloqué 6 millions en Pologne pour soutenir la Pologne dans la gestion des réfugiés. Ça s'ajoute aussi de nos offices fédéraux à l'effort. Ça, c'est jusqu'à maintenant, prévu jusqu'à la fin de l'année. Si je dis que, en gros, vous consacrez plus d'une centaine de millions, je suis dans la cible. Oui. Herr Bacci. Was assistat, n'est-ce pas? Assistat. On ne sait pas, qu'est-ce qui va venir encore. Herr Bacci. Eine Frage. In einem Monat wird die Konferenz in Lugano stattfinden. Ist das der richtige Zeitpunkt aus Sicht der Zusammenarbeit und der Wiederaufbau der Ukraine? Oder hätte man nicht vielleicht eine stabilere Situation warten müssen? Also einfach wegen des Zeitpunkts, der war gegeben, weil wir da diese Reformkonferenz machen wollten. Und ich glaube, das Zeichen, das die Schweiz setzen will, ist, dass wir jetzt und auch später dann wieder, aber es ist immer ein guter Zeitpunkt, um über die Ukraine zu reden und um zu schauen, was wir tun können. Und vielleicht noch dazu, wir haben gezeigt, dass wir auch da flexibel sind. Also die Schweiz hat gesagt, okay, wir engagieren uns für die Ukraine-Reformkonferenz, das haben wir gesagt vor einem Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir sie machen oder nicht? Und dann haben wir entschieden, ja, wir passen uns den Gegebenheiten an. Es ist so, der Krieg ist nicht vorbei. Das muss man klar sehen und es kann immer Überraschungen geben. Aber ich denke, es gibt auch Themen, die weiterhin
von Bedarf sind und vor allem, dass man auch die Geber, die sich interessieren für die Ukraine, einmal zusammenbringen kann und sich gewisse Grundsätze überlegt, wie eine Recovery aussehen sollte und sich darüber klar ist und darüber auch diskutiert. Ich denke, in diesem Zeitpunkt ist das sicher wichtig. Ja. Vielen Dank. Gibt es noch eine letzte Frage? Ich hätte sonst noch, Frau Eckenberger, ja. Ich wollte doch noch reagieren auf die Frage von Ihnen bezüglich Arbeitsmarktintegration, weil das im SECO ist natürlich auch die Direktion für Arbeit. Und einfach als Grundsatz, sobald ein Flüchtling den Schutzstatus S erhält, hat sie, diese Person, Anrecht, sich beim regionalen Arbeitsvermittlungszentrum zu melden, wo es eine ganze Palette von Integrationsmöglichkeiten gibt. Was jetzt noch zufällig oder zusätzlich spezifisch für ukrainische Flüchtlinge gemacht wird, das könnte ich Ihnen jetzt hier nicht beantworten. Das ist mit den Kantonen und dem Bundesamt für Arbeit, Direktion für Arbeit, wird das angeschaut. Danke. Vielen Dank. Wenn keine Fragen mehr sind, dann beschließen wir diese Medienkonferenz hier. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine gute Woche.